Ich möchte nun herleiten, wie wir den Sperrwandler aus dem Hochtiefsitzsteller ableiten können. Das heißt, wir wollen uns jetzt angucken, wie entsteht die Schaltungsstruktur des Sperrwandlers. Zunächst der Ausgangspunkt ist der eigentliche Hochtiefsitzsteller, beziehungsweise dieser Inverswandler, den wir kennengelernt haben mit diesem Schalter, der Diode und der Induktivität, wobei jetzt der Schalter zum Eingang ist, die Induktivität zwischen Schalter und Diode angeschlossen ist, nach Masse geht. Und die Kathode von der Diode hier an der Induktivität und dem Schalter angeschlossen ist, sodass die Ausgangsspannung hier über dem Lastwiderstand negativ sein wird. Wie kommen wir jetzt von dieser Schaltung zu einer isolierten Version? Die Idee ist jetzt, wenn wir jetzt statt dieser Induktivität einen Transformator noch parallel zu der machen. Das heißt, der erste Schritt ist sozusagen aus dem Hochtiefsitzsteller erzeuge ich eine galvanisch getrennte Variante, indem ich parallel zu der Induktivität hier einen Transformator einfüge. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal hier in diesem Kasten schraffiert einen Transformator. Und wenn wir jetzt sagen, zunächst zum Beispiel, ich hätte ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 1, dann würde sich jetzt hier an der gesamten Schaltung nichts ändern. Ja, tatsächlich, wenn wir eine Induktivität haben und wir betreiben hier einen Schalterpulsweitenmoduliert, legen hier also die Spannung UE an, wenn der Schalter eingeschaltet ist und sorgen dafür, dass wenn der Schalter ausgeschaltet ist, hier wie links beim Hochtiefsitzsteller, dann die Spannung UA in der Induktivität anliegt, dann wissen wir im stationären Zustand ist die Spannung gleich 0, der Mittelwert der Spannung. Das ist auch kein Problem bei einem Transformator. Das heißt tatsächlich, was hier passieren wird, wir werden hier über die Transformator-Funktionalität bei einer Übersetzung von 1 zu 1 tatsächlich an der Induktivität hier dieselbe Spannung kriegen, die wir sonst hier auf der linken Seite der Diode haben und der Strom, der durch die Induktivität fließt, wird genauso durch den Transformator übersetzt werden. Das heißt, das hier wäre dann die galvanisch getrennte Variante des Hochtiefsitzstellers, die wir durch Einfügen eines Trafo erhalten und zum Sperrwandler kommen wir dann letztlich, wenn wir jetzt hier diese Induktivität mit integrieren in den Transformator. Das heißt, wir nutzen statt einem Transformator die Hauptinduktivität des Transformators, einen sogenannten Speichertransformator und haben dann den Sperrwandler und dann zeichnen wir das noch um. Wenn wir hier nicht mehr das gemeinsame Massenpotential haben, kann ich den Schalter in den Massepfad verlegen. Es ändert sich ja nichts an den Verhältnissen. Wenn er einschaltet, wird weiterhin die Spannung UE an der Induktivität anlegen. Wenn er ausschaltet, wird dann die Spannung bestimmt sein über die Sekundärseite und ich kann dann auch, weil ich hier auf der Sekundärseite nicht mehr dieses gemeinsame Bezugspotenzial habe, sozusagen hier die Induktivität tauschen, einfach nur, dass sozusagen dann unten mein Anschluss ist, der das negativere Potenzial hat gegenüber dem oberen, weil auch hier ist die Spannung UA kleiner als 0 und dann kommen wir zu der Schaltung des Sperrwandlers, so wie sie klassisch ist. Das heißt, hier haben wir nur noch einen Transformator. Hier sehen wir dieses Übersetzungsverhältnis gedreht, hätten dann eine primärseitige, eine sekundärseitige Windungszahl und den Schalter in den Massepfad verlegt. Und das wäre dann hier der Sperrwandler, das heißt hier Trafo und Speicherfunktion integriert. So kommen wir also von dem einfachen Hochtiefsitzsteller zu dem Sperrwandler. Achtung, wir müssen jetzt noch kurz was sagen. Tatsächlich hier, das hier wäre jetzt hier sozusagen ein realer Transformator, wohingegen wir hier sozusagen die Parallelschaltung von einem realen Transformator mit einer Induktivität haben, aber der hier besitzt jetzt eine Hauptinduktivität, die Energie speichern soll. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den meisten Transformatoren, die man haben will. Das heißt, wichtig, die Hauptinduktivität speichert Energie. Das heißt, wir werden im Normalfall Folgendes haben: Wir haben einen Transformator mit einem Luftspalt. Im Gegensatz zu Flusswandlern, wo wir keinen Luftspalt haben und wo wir eine möglichst große Hauptinduktivität wollen, damit der sogenannte Magnetisierungsstrom klein wird, beim Sperrwandler werden wir eher kleinere Induktivitäten haben. Die Ausgangsspannung hier wird dann, wie hier dargestellt, einen Wert haben größer als 0, aber das ist wie gesagt nur eine Frage des Bezugs. Nach diesen Vorbetrachtungen zur Ableitung des Sperrwandlers wollen wir uns nun angucken, wie die Schaltung arbeitet. Das heißt, ich male das hier nochmal ab. Die Struktur aus dem Transformator, Diode, Ausgangsfilter aus Kondensator und Lastwiderstand, einem massebezogenen Schalter, eine Eingangsspannung, eine Ausgangsspannung und jetzt natürlich dem Strom einerseits auf der Primärseite, den nennen wir hier IP, und dem Strom auf der Sekundärseite, den male ich so ein IS. Das heißt, das hier ist die Struktur des Sperrwandlers, die Schaltung. Das Wichtigste ist, das ist die einfachste isolierte DC-DC-Wandlerschaltung. Was bedeutet das? Wir haben hier
nur einen Schalter, eine Diode und ein induktives Bauelement. Wir haben tatsächlich hier einen Transformator, der gleichzeitig eine Speicherfunktion hat. Das heißt, hier Speicher, Induktivität und Transformator sind integriert. Das macht ihn so vorteilhaft. Tatsächlich ist es aber auch bezogen auf die Baugröße ein kleines Problem, weil wir für hohe Leistungen Sperrwandler aus diesem Grund üblicherweise nicht sehr klein bauen können. Das heißt, der Transformator wird üblicherweise etwas größer sein, als das bei den Flusswandlern, die wir später kennenlernen werden, der Fall ist. Jetzt wollen wir uns unterhalten, wie funktioniert jetzt die Schaltung? Zunächst mal ganz grob, was wird passieren? Der Schalter S wird wieder pulsweitenmoduliert getaktet werden. Das heißt, wir werden wieder zwei Zustände haben. Was passiert, wenn S eingeschaltet ist? Dann werden wir die Eingangsspannung an diese Hauptinduktivität anlegen und dann wird hier Energie im Transformator gespeichert werden. Das heißt, bei eingeschalteten Schalter wird Energie auf der Primärseite gespeichert. Öffnet der Schalter, das heißt, schaltet der Schalter aus, wird diese Energie an die Sekundärseite abgegeben. Was bedeutet das? Wenn der Schalter jetzt hier öffnet, wird die magnetische Feldenergie im Transformator einen weiteren Stromfluss erzwingen, wenn wir uns gleich darüber unterhalten, sodass die Diode in Flussrichtung gepolt wird und der Transformator wird dann während dieses Ausschaltzustandes des Schalters die Energie über die Diode in den Ausgang reinliefern, um die Ausgangsspannung zu erreichen. Und weil jetzt dieser Energietransport in der Sperrphase des Schalters erfolgt, heißt die Schaltung Sperrwandler. So können wir uns das vorstellen. Den Sperrwandler kann man relativ einfach realisieren mit mehreren Ausgangsspannungen. Das heißt, man kann auf demselben magnetischen Kern, wo wir sonst nur diese beiden Wicklungen drauf haben, einfach eine zusätzliche Wicklung drauf machen. Genauso verschalten wie die erste Wicklung, der Hauptausgang sozusagen. Und dann können wir hier eine zweite Ausgangsspannung generieren, brauchen also bloß eine zusätzliche Wicklung auf dem Transformator und die Spannungen werden sich dann zueinander verhalten, hier ganz grob wie die Windungszahlen. Das wird nicht ganz genauso geregelt sein, aber tatsächlich, wenn wir jetzt hier die gleiche Windungszahl haben, werden wir ungefähr die gleiche Spannung kriegen, UA1 gleich UA2. Wenn jetzt die Windungszahl NS2 doppelt so groß ist wie NS1, werden wir in etwa die doppelte Spannung UA2 kriegen. Und so kann man dann relativ einfach beim Sperrwandler mehrere Ausgänge realisieren. Das ist auch eine sehr schöne Eigenschaft, deswegen der häufig eingesetzt wird, wenn wir nicht viele Spannungen auf einmal gleichzeitig generieren wollen, dann ist der Sperrwandler bei kleinen Leistungen die optimale Schaltungsstruktur sozusagen. Das ist auch die Hauptanwendung. Das heißt, Anwendungen haben wir bei kleinen Ausgangsleistungen, das heißt typischerweise so unter 100 oder unter 50 Watt. Das ist so das Einsatzgebiet von dem Sperrwandler. Das heißt, bei solchen Leistungen werden wir ihn finden in Netzteilen aller Art. Die wohl typische Anwendung sind Ladegeräte für Smartphone, Kamera etc. Das heißt, überall dort, wo wir so ein ganz einfaches Ladegerät haben, wo nur zum Beispiel eine Spannung 5 Volt, 1 Ampere rauskommt, werden wir meistens einen Sperrwandler haben. Und auch in industriellen Geräten, wenn wir irgendwie eine Hilfsspannung erzeugen wollen, werden wir diese Struktur häufig drin haben.